erstens haben wir hier die Waffe. Hier haben wir noch das Magazin. Yo, was geht, Leute? Space da wieder am Start. Heute muss ich mal euch ein kleines Problem melden. Ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen ein Video mit einer Software gemacht. Der hat ja alles gut geklappt mit der jetzt. Moment, mein Mikrofon muss richtig entstanden nochmal. So. Der hat ja bisher alles geklappt, aber jetzt habe ich ein kleines Problem damit. Ich zeig's euch mal. So. RIP. Die Waffe ist komplett am Arsch. So sieht sie jetzt aus. Das ist dieser kleine Kolben hier, dass das Rot angezeigt wird. Egal, ich auf die Seite. Dann hat's ohne Scheiß dieses Teil hier, also der Lauf, der oben drauf kommt, die Feder, die zweite Feder, dieses Teil, will nicht wegrollen. Ich mache das Video gerade draußen, Leute, deshalb ist es vielleicht ein bisschen windig, weil Leute, so geiles Wetter, das mache ich heute, also die Feder, dann der Presskolben, dann diesen Metallteil, was eigentlich immer, kann man es erkennen, hier drin ist, ist jetzt auch ab und ich muss ein bisschen lauter reden, weil es hier die ganze Zeit so windet, weil es richtig aufregt, hoffentlich hört ihr den Wind nicht so. Genau, jetzt habe ich dieses Problem, ich weiß, was ich machen soll, ich kriege es auch nicht mehr irgendwie zusammen. Was ist das, Leute? Ich muss also den Stein schon beschweren. Jetzt sieht die Waffe so aus. Es soll eigentlich nur ein kleines Ankündigungsvideo sein. Hier drin, man sieht es bestimmt nicht so gut jetzt wegen der Sonne. Doch, eigentlich gut. Man kann es so gut erkennen. Hier ist dieses ganze Zeug drin. Nur dieser hintere Teil hier, der ist aus Metall. Hier vorne ist alles Plastik. Aber jetzt, was soll ich machen, wenn die Software jetzt so kaputt ist? Was soll ich machen? Die hat 21 gekostet, ist halt jetzt egal. Der Wind ist so stark, dass mein Papier fast wegwindet, deshalb lasse ich ihn überliegen. Ich krieg die auch nicht mehr irgendwie zusammen. Was soll ich jetzt machen? Da sind zwei Federn drin. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Das ist, glaube ich, hierfür da, dass der Kolben gespannt wird. Und die andere für was anderes. Keine Ahnung, Leute. Für die Beschleunigung. Und jetzt wollte ich euch nur damit sagen, kauft euch diese Waffe nicht. Von meinem Freund ist sie auch schon kaputt gegangen. Und jetzt ist meine auch noch kaputt. Und ich sag euch, kauft diese Waffe besser nicht. Weil sie geht bald kaputt. Man denkt es am Anfang nicht. Weil, und dieses Teil hier fällt auch die ganze Zeit raus. Ist schon ab. Nein, Moment. Seht ihr, das fällt auch die ganze Zeit hier raus. Dieser Bolzen hier zum Nachladen. Das sieht man nicht so gut gerade. Das ist kacke. Der steht gerade ein bisschen scheiße in der Sonne. Das fällt auch immer ab. So. Alter, Leute, jetzt hier alles weggeht. Ich hab ein. Sorry. Klappt gerade alles nicht so richtig. Egal. So. Jetzt hier die Verpackung. Sieht natürlich immer noch geil aus. Nur, das sollte nur ein kleines Ankündigungsvideo sein. Kauft euch diese Waffe nicht. Das soll dieses Ankündigungsvideo sein, dass ihr euch nicht was Falsches für Geld ausgibt. Kauft euch die Waffe nicht, das soll nur ein Ankündigungsvideo sein, da würde ich auch sagen, das wäre schon mit dem Video für heute. Alle kaputten Teile nochmal hinlegen. So. Wo ist die andere Feder jetzt hin? Suche ich gleich. Deshalb kauft euch diese Waffe nicht, das sind alle kaputten Teile, die da liegen. Und das wollte ich euch nur sagen. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ich hoffe, meine Livestreams gefallen euch. Die sind nicht so gut wegen unserer Internetleitung. Die wird aber bald besser. Also macht euch keine Sorgen. Und deshalb würde ich sagen, dann das kleine Ankündigungsvideo, dass ihr wisst, dass ihr die nicht kaufen sollt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.